Wir sind wieder zurück beim extrem coolen Echo, ne? Ist geil. Ja, ja, mega. Ja, Echo, Echo Schmeko. Willkommen zurück bei Echo Schmeko. Geil. Ja, nice. Irgendwer hat bei mir das Holz da hinten geklaut. Ich weiß nicht genau, wer es war. Vielleicht hat auch jemand schon wieder neue Wände angefangen. Ich habe einfach neue Wände in Auftrag gegeben und das ganze Holz da verbraucht. Aber ich muss leider noch, sag's dem Tobi nicht, aber ich muss leider noch einen Baum fällen. Was? Wie ist denn das? Wachsen die Bäume automatisch wieder nach? Oder wie ist das? Ich glaube nicht, aber man kann, glaube ich, welche pflanzen. Okay, weil man muss ja irgendwie mit der Natur im Einklang bleiben, hieß es ja. Hm, warte mal, der hat gerade geschrien. Was meinst du? Man muss mit den Bäumen ja irgendwie im Einklang bleiben oder sowas. Das ist richtig. Aber noch haben wir da, glaube ich, nicht so viel zu befürchten, weil wir gerade noch ganz am Anfang sind. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir später mal Probleme kriegen, lieber Tobi. Es reicht ja auch, wenn man später drüber nachdenkt. Ist ja, wir machen das einfach wie in echt die Welt, weißt du, einfach später drüber nachdenken. Ne? Man muss ja nicht jetzt schon dran denken, was später irgendwann mal ist. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, wir sterben ja sowieso irgendwann. Ja. Und dann richten das einfach unsere Kinder, werden sich schon drum kümmern. Ja, eben. Wenn die Notsituation erstmal da ist, dann werden die sicher wissen, was zu tun ist. Ja, eben. Oh, ich habe noch Kohle. Ich muss nochmal irgendwie... Kohle, 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 Kohle. So. Ich habe mal kurz coole Kohle gesammelt. Alter. So. Bei mir spielt gerade ein wunderschönes Gitarrenlied. Johnny Cash oder was? So. Genau, das ist bestimmt von ihm. Johnny Geld. Ist voll Cash geil. So. Der Baum hat ein bisschen mehr Holz gebracht, als ich brauche. Das ist ganz gut. Zack. Kurz. Kurz, 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 kurz. Kurz, 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 kurz. Kurz, kurz, kurz. Dein Haus wird aber auch so groß jetzt wie bei Life in the Woods, ne? Könnte passieren. Was habe ich da gerade in der Ferne gehört, Tobi? Was war das gerade? War das ein Schrei der Natur? Nein. War das ein Schrei der Natur? Ja, ich habe Bigfoot gefunden. Oh, gut. Kann man den zubereiten? Bestimmt. Also unser Interesse bei dem Spiel dient vor allen Dingen natürlich dem kulinarischen, was kann man alles essen. Das ist so unsere Quest, die wir uns hier selber was ist, ach, das ist das Campfire, sieht so hässlich aus. Boah, ist aber voll geil, weil wenn du so einen Baum fällst, dann haut der auch so eine Schneise in die Wiese, das ist voll geil. Ja, 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 hier auch. Ist schon sehr cool gemacht. Diese Dinger hier, wie heißt das, die Stumpen, muss man auch weghauen. Das kostet aber nur mal extra Energie und ich hab schon wieder Sauhunger. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann nochmal eine Tomate hinterher. Oder zwei. Ich glaube, das geht. So. Wie sieht's denn aus? Geil. Boah, das dauert aber ganz schön lange. Juhu. Wo kann ich denn sehen? Ich weiß es nicht. Nee, wie weit er jetzt fortgeschritten ist hier mit diesen Logs. Wie viel habe ich jetzt hergestellt? Und ich muss, glaube ich, noch 7, oder? Ich guck ganz kurz, dass die Zahl da unten, das heißt, das hier ist, glaube ich, der Q. Jo, 6 Stück werden noch hergestellt. Und wo sehe ich, wie viel ich hergestellt habe insgesamt? Ah, 10 waiting to be collected. 10? Oh, okay, es sind noch mehr. Glaube ich. Place. Die Dinger sind eine Wand, oder? Ich glaube ja. So, also ich trage gerade 10 von denen. Du kannst die quasi setzen und wenn du dann die rechte Maustaste gedrückt hältst und drückst, dann hältst du dann Shift gedrückt und fährst mit dem Mausrad hoch und runter, kannst du wählen, ob es ein Boden sein soll oder eine Wand. Oh, cool. Ja. Okay. Das musst du aber auch nur einmal machen und wenn du dann nebendran das nächste Lock-Ding setzt, tut sich das automatisch anpassen. Oh, der setzt die aufeinander, dann habe ich das Gefühl, ne, oder? Warte mal, ich komme mal kurz mit dem Mausrad kriege ich das gerade nicht hin. Ich habe die jetzt schon. Ach, ich habe die aufgenommen. Ich habe die schon gesetzt gerade. Place. Mit dem Mausrad wechsle ich unten durch die Tools. Ich weiß nicht genau, wie du das gemacht hast. Warte mal. Oder ich hole mir gerade mal selbst so ein paar Dinger. Warte. Ja. Okay, das Ding ist fertig. Ich teste erstmal, wie das geht.
Ich würde auch gerne die Sachen wegstecken hier irgendwie, dass ich nicht die Schaufel gerade aktiv habe, sondern dass ich einfach gar nichts aktiv habe. Build a log house. Collect at least 4 hewn logs in hand. Make more of you than needed. Select the stone hammer. Add it to your inventory. Select the form you want to build the logs in. Was? Select the form you want to build the logs in by selecting it on the toolbar as shown. You can also shift mouse to change this. Hey, ich verstehe es noch nicht. Select a stone hammer added to your inventory. Genau. Ach, da ist der ist auf der 9, okay. Ah. Ah nee, warte, auf der 9, das hier ist das Ding. Genau, du musst den Hammer in der Hand halten und in der anderen Hand quasi die Stone die Bricks da, diese Und wenn ich Shift hoch und runter scrolle, dann sehe ich unten links die ganzen Formen, ja. Wenn das Menü nicht überlappen würde, kann ich das genau. Woanders hinschieben. Ich schieb das mal ganz kurz hier oben hin irgendwie. So. Zack. Das ist eine Wand. Ah, ich habe momentan nur die beiden freigeschaltet. Es gibt auch noch Dächer und Treppen und so. Geil. Okay, das ist schon irgendwie cool. Das Coole ist, du kannst in deiner Workbench, wenn da jemand was herstellen möchte mit deinen Materialien, kannst du einstellen, wie viel das kosten soll für denjenigen. Tobi, brauchst du irgendwas? Boah, nice. Das ist richtig geil. Ja. Das ist sehr geil. Und wenn ich jetzt hier an die Ecke gehe, macht das ein verbindet er automatisch. Geil. Okay, ich wollte eigentlich... Kann ich das auch wieder aufnehmen? Pick up. Links. Ah ja. Von Leibniz? Links. Ja. Das Ding würde ich auch gerne abpicken. Place. Da mache ich mir nicht bis hierhin. Place. Was? Hat er gerade die Baumstämme da reingepackt? Okay, ich habe mir noch 20 Bohnen gemacht, ne? Oh, kann man die einfach so essen oder müssen die noch irgendwie weiterverarbeitet werden? 0 von 20 crafted. Ich glaube, ich muss ja wirklich noch vor. Ach, Power. Ah, Fuel Supply. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ich muss natürlich selber noch, deswegen hat das Lagerfeuer auch nichts gemacht. Oh. Muss Holz noch werfen. Okay, active projects and can't be. Okay. Ja gut, dann mach ich nochmal. Ich weiß nicht, wie groß so ein Haus sein muss, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich mach das dann jetzt erstmal so. Ich hoffe jetzt auch mal nicht, dass das hier so groß wird, was ich da gerade mache, aber. Ja, also ich habe das bei mir sehr bescheiden dimensioniert. Hier kann noch ein kleiner Kräutergarten hin. Das ist schon gut. Ihr kennt ja meine Bescheidenheit bei Bauspielen und so. Ja, schon. ich weiß. Auf jeden Fall. Ist schon ganz gut. So, ich habe mal 3 Scheite mit. So. Das sind gescheiterte Existenzen. Das wird immer besser. Jetzt brennt das Lagerfeuer. Alles klar. Was denn? Nichts. Achso, okay. Du wolltest aber nochmal zeigen, wie unlustig das gerade war. Ja, genau. So, guck mal, Lagerfeuer brennt. Direkt unterm Baum, das ist die beste Idee von allen. Oh. Was für eine Flamme, Alter. Boah. Heil dir, Satanas! Heil dir! Was? Darüber macht man keine Witze. Satan existiert wirklich. Hä? Okay, echt? So, ja, wusste ich nicht. Okay. Dann jetzt mit dem Hammer. Das Bauen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber cool. Ich glaube, es ist ganz geil, wenn man es mal komplett raus hat, wirklich. Genau, das glaube ich mir auch. So, Tür mache ich später. Ich mache erstmal nur eine Wand. Tö. Oh ja. Tö. Okay. So. So. Wie, ach so. Ich erkläre erstmal, Tobi. Was? Geil, danke. Danke, echt. Ja.
Was ich ein bisschen kurios finde, die Workbench ist ziemlich groß dafür, wenn man seine eigene Größe vergleicht, so, weißt du? Ja. Also ein Riesenteil irgendwie, ist voll hoch. Da geht bis zum Bauch, das geht eigentlich. Also bei mir ist, hat die perfekte Größe eigentlich. Echt? Bei dir nicht? Nee, irgendwie ist die bei mir ein bisschen hoch. Okay. Hast du vielleicht einen kleinen Charakter? Das kann sein. Und einen schlechten vor allem. Das ist doof. Oh, huch. So. Kann man ruhig ein Fensterchen machen. Und später werden wir diesen Baum hier in unser Haus integrieren. Oh nein, das geht schon wieder mit Baumhäusern. Nein. Da wird so ein Garten im Haus, wo ein Baum steht. Ja, okay. Die ganz natürliche, bescheidene Baum-im-Haus-Idee. Wer kennt sie nicht? So, was denn? Vier Folgen hat er wieder so ein riesiges Bauprojekt einfach. So eine Vault unter seinem eigenen Haus. Nein. Huch, okay. Oh, hier kam gerade ein Schmetterling durchs Fenster. Das ist ein Zeichen, Tobi. Es wird wunderschön. Was war das für ein Wolf? Ich sehe nur im Hintergrund, wie irgendjemand die Natur ausrottet. Entschuldigung. Dieser schwarze Schatten, du weißt. Oh, ich bin zu hungrig, um zu arbeiten. Toll. Mm. Das musst du dir mal als Deutscher, müsstest du dir das mal erlauben. Ey, das geht ja gar nicht, zu hungrig, um zu arbeiten. Also bitte. Zack, entlassen. Ja. Das ist echt so. Campfire. Oh, Elch und Hase. Oh, fischen kann man auch später, Tobi. Ach, du hast ja ein Feuer, ne? Warte mal, kann ich dir irgendwie Sachen geben? Ich weiß es nicht. Also ich koche gerade schon ein paar Bohnen. Ich weiß noch nicht genau, wie man hier Sachen austauscht. Warte mal. Ich habe ja. Das ist geil. Kann ich hier nicht. So. Würde ich echt gern probieren, ob man hier vielleicht so eine Terrasse machen kann. Dass man hier sitzt und so ein bisschen. Das wäre irgendwie cool. Einen Boden braucht man ja auch noch, ne? Und eine Tür wäre irgendwie auch nicht schlecht. Was denn? Warte mal, kann ich dir mit Q, kann man mit Q Sachen droppen? Nee. Kann ich dir... Ich mal, hier ist eine Tür. Bleib mal kurz stehen. Ja? Kann ich dir... Nee. Vielleicht geht das, wenn ich auf dich ziehe oder sowas, aber das geht auch irgendwie nicht. Warte mal. Ah ne, so rum. So rum. So. Zack. Oh nein, ich habe kein Holz mehr. La da. Die Tür mache ich dann, glaube ich, doch lieber mittig, oder? Ist irgendwie schöner. Ich habe gar nicht abgezählt, verdammt. Ich auch nicht. Ich glaube, mein Haus ist auch asymmetrisch. Ist mir egal. Ich liebe es trotzdem. Es ist unser erstes Haus, Erik. Es ist was Besonderes. Richtig, richtig. Da kann man jetzt auch keinen Perfektionismus erwarten. Man muss immer drüber nachdenken. Es gibt auf der Welt immer Leute, die haben nicht mal ein Haus. Richtig. Was? Was war das? Was denn? Was macht, wenn sie folgen? Ist die Natur hier vollkommen im Arsch? Wir haben keine Bäume mehr. So. Alle Tiere dort. Ich brauchte eine Bibliothek, das war unabdingbar. Und was ist mit den 300 unverbrauchten Holzstämmen da draußen? Ja, so. Gut. Ja, die sind halt für den Winter. Der Winter naht. Oh, ich bin zu hungrig zum Arbeiten. Ah, das ist. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. So, ich hoffe, das reicht. Was ist denn ein Carpentry Table? Ist, glaube ich, für Holzarbeiten. Ah, kann man auch Stühle und sowas bauen? Ich glaube ja. Geil. Ich frage mich halt, was man mit der Industrie alles so bauen kann. Das würde mich mal interessieren. Ja, man kann ja ganze Bagger und sowas bauen, ne? Das ist schon. Ja, ja. Das ist schon arg krass, also. Ich glaube, das wird ganz bösartig hier noch. Das ist richtig, richtig krass.
Was Faxe. Ist das denn gerade gewesen? Geil. Pro Session brauche ich 3 Faxe. Nein, das war eine Dose Cola. Go einfach. Was ist ein Stockpile? 5x5x5 Area as Storage for Large Items. Okay, das ist cool. Das werde ich auf jeden Fall brauchen. Torch auch. Torchmann-Linguist. So. So. Ah, schön. Was denn? Hm, nichts. Was denn? Hm? Ich hab dir gerade eine private Nachricht hier geschickt. Ich weiß gar nicht, wo ich die kriege, ehrlich gesagt. Unten wird die angezeigt. Ich schreib nochmal. Ach da, Turbinator. Ja. Oh. Hä? Aber die sehe ich gerade nicht. Oh, okay. So. Gott sei Dank sehe ich die nicht. Ich gucke aber nachher mal rein. Hast du eine gelöscht? Nee, ich habe eigentlich einfach nur Penis geschrieben, aber das wurde direkt, Ach so, ja, es gibt irgendwie so eine... Habe ich ja noch vorhin vorgelesen, von dieser lustigen Blacklist, die... Ach, da ist Penis auch drauf? Ja, mit Sicherheit. Ist Penis nicht aber... Ist das schon Natur-Penis, würde ich sagen, oder? Ja, aber ich weiß nicht, wenn du auf den Server gehst und dir schreiben alle, would you like to touch my penis? Weiß ich nicht. Dann weiß ich, dass ich manchmal in bin. So. So. Was ist denn ein Ceiling? Ceiling ist eine Decke. Ach ja, okay. Ach du Scheiße, die muss ja auch noch rein. Ja, moin. Oh. Ja, hier auch. Ich kann doch hier nicht die ganzen Bäume wegholzen, das geht doch nicht. Aber die Bohnen sind immer noch am Köcheln. Alter, wie lange das dauert. Ja, Tobi, dein Haus ist aber auch sehr bescheiden, wie ich sehe. Ich dachte, meins wäre schon groß. Und ich habe mich diesmal bemüht, echt ein bisschen kleiner zu sein. Ja, ich mach das auch, glaube ich, dann noch ein bisschen kleiner. Das ist, glaube ich, echt ein bisschen groß. Kein Wunder, dass bei dir dauernd Bäume umfallen. Nein, das ist jetzt erst mein dritter. Die armen Bäume, Tobi, die armen Bäume. Timber! Das ist jetzt mein vierter. Alter. Ey, komm mal runter. Alter. Die arme Natur. Die arme Natur, Tobi. Das ist ein Scheiß, ey. Wer hortet denn da hinten die ganzen Rohstoffe? Ich hab das doch gesehen. Hä, wie Rohstoffe? Hä, sie? Der Winter naht, Tobi, der Winter naht. Ist klar. So, oh Mann, ich sehe durch den Baum nix. Hau ihn doch einfach weg. Das ist der einzige Baum, den ich gern behalten würde. Schade, weil... Soll man sowas sagen? Hm? Bei The Forest hätte man auch ganze Baumstämme mitnehmen können eigentlich. Das ist voll schade, dass das hier nicht geht. Stimmt. Aber zum Glück ist es ja auch gar nicht nötig. Als ob irgendwen interessiert, was nun nötig ist, weißt du? Und das Feuer ist aus. Und wahrscheinlich sind die Bohnen noch nicht fertig. Natürlich nicht. Alter, wie viel? 10 sind noch übrig, oder was? Man braucht ganz schön viel Holz für ein Haus, ne? Ja. Gut, ich denke jetzt einfach mal, dass das so in Ordnung ist, was wir hier gerade machen. Ich denke auch. Ich hoffe es zumindest. Ich mach mal hier... Ich meine, man muss ja auch... Es ist nicht so, dass wir wollen. Es ist einfach, das Spiel lässt uns halt keine Wahl. Nee. So, ich brauche noch 55 Baumstämme. So. Jetzt nur noch 33. Okay, Hat ja niemand gesagt, dass es leicht werden wird? Nein. Das hat doch niemand gesagt, wie groß wir bauen sollen oder wie klein, ne? Also. Erik? Ja, was denn? Was war das gerade? Was denn? Ich hab nur jemanden schreien hören.
Keine Ahnung. Okay. Da ist noch jemand hier auf dem Server, glaube ich. Oh, das kann sein. Das sogar zwei. Jetzt habe ich es auch gehört. Hast du gerade zwei Bäume gefällt? Ja, die waren halt im Weg. Hier kommen noch unsere Felder hin zur Selbstversorgung, Tobi. Wir müssen ja auch gucken, dass wir, die wir aus der Natur geboren sind, natürlich auch überleben. Wir sind ja auch ein Teil der Natur, das darf man nicht vergessen. Also wenn alle sagen, wir müssen die Natur schützen, müssen wir uns auch selber schützen. Ja, das stimmt. Da stimme ich dir voll zu. Die Zuschauer werden uns recht geben. Nicht wahr, lieber Zuschauer? Was nichts daran ändert, dass ich gerade echt Hunger habe. Im Spiel? Im Spiel, ja, ja. Kannst du bei mir ins Lagerfeuer gehen und dir Bohnen nehmen? Ja, ich guck mal. Aber nimm bitte nicht alle, nimm einfach mal, weil die dauern echt verflucht lange herzustellen. Ja, wie kann ich denn nur zwei nehmen zum Beispiel? Keine Ahnung. Aber von zwei Bohnen wird man, glaube ich, nicht satt. Nimm der ruhig 10 oder so, glaube ich. Okay, die sind noch gar nicht fertig. Ja. Dauert noch. Du kannst aber schon welche rausnehmen, glaube ich. Auch wenn die noch nicht alle fertig sind. Oh, hier steht No Fuel, es geht nicht weiter. Soll ich da mal Holz reinlegen? Ich mach schon, alles gut. Okay. Deswegen habe ich auch gerade getimbert hier. Ah, okay. Unter anderem deswegen. Und natürlich auch deswegen hier. 13 Holz. Ah, ist das schön. Es ist einfach schön, so viel für die Natur zu tun. Geht's dir nicht genauso, Tobi? Auf jeden Fall. Wir bereichern uns ja quasi, also ne, die Natur wird durch uns jetzt bereichert. Genau, oh. Das sehe ich halt auch so. Wir sind ihre Schöpfung. Und es ist schön, uns gedeihen zu sehen. Ich gehe mal so lange auch weiter, solange das hier noch arbeitet, gehe ich mal kurz auf die Suche und guck mal, ob ich noch Tomaten oder sowas finde. So. Boah, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich glaube, das ist das erste... Leben findet immer einen Weg. Entschuldigung, ich wollte mal generische deutsche Popmusik machen. Was sagst du? Was wollte ich sagen? Achso, das erste, was wir, glaube ich, machen sollten, ist echt irgendwie gucken, dass wir mit alternativer Energie so einen Küchenherd oder sowas angeschlossen kriegen. Ja, oder generell vielleicht auch mal, also ein Feld würde ich gerne machen für die Selbstversorgung, weil sonst müssen wir gleich irgendwo hinlaufen und irgendwas sammeln. Aber also Tomaten und sowas, aber die halten ja auch nicht für ewig. Nee. Oh, rote Pilze gibt's hier wie Sand am Meer. Ja, dann ist doch die. Okay. Hey, was ist das denn? So, warum ist denn hier... Oh, Alter. Oh, der Charakter wirft gar keinen Schatten. Fällt mir gerade auf. Achso, hier ist der Baum, den du gefällt hast. Da gehe ich natürlich nicht ran, das ist dein Baum. Entschuldigung, ich hab dir gerade zwei Zweige geklaut. Ja. Ich wollte jetzt dafür auch gerade stehen. So. Huch. Ob es hier auch Tiere gibt, die einen angreifen? Weiß ich nicht. Wir müssen aber aus der Not heraus müssen wir möglichst schnell Selbstschussanlagen installieren. Ja, bevor irgendeine andere Zivilisation kommt und wir uns verprügeln, ne? Ist ja klar. Ja, das gehört aber dazu. Atomwaffen braucht man ja heutzutage. Ja, ich gehe ohne Atomwaffe gehe ich nicht mehr vors Haus. Nee. Um Gottes Willen. Also ohne Atomwaffe lässt man heute auch keine Kinder mehr in die Schule. Das gehört halt dazu, ne? Das ist Grundrecht auch ein bisschen. Was hast du für das Campfire gebraucht, um das zu craften? Das steht in der Workbench, ne? Genau. Steine, aus Steine und Holz. Okay, Steine. Mhm. Schicke, schicke Steine. Okay. Kann ich das hier... Ist natürlich nicht symmetrisch, aber egal, das kriegen wir... Wir kriegen es trotzdem hin. You are too hungry. Oh. Ja.
Wie viel kann man fressen, ey? Huch! Opin. Kampfheire. 10 Steine für ein Lagerfeuer? Ja, klar. Ja. So, jetzt bin ich aber richtig satt. Ich kann keine Steine hacken, weil ich Hunger habe, ne? Oh, ich hab das Gefühl, wenn ich zu viel fresse, werde ich langsamer. Das könnte sogar also gut angehen. Wie im richtigen Leben. So. Collect more wood, craft it into hewn wood and fully enclose a room with walls and ceilings. Okay, aber nur einen Raum, das ist gut. Aber ein Dach können wir eh noch nicht machen, ne? Da müssen wir noch, glaube ich, selber noch üben. Ja, ja, ja. Ah, okay. Vielleicht macht das Haus ja einen breiter. Fällt da jemand ein Baum? Was? Fällt da jemand ein Baum? Nee, ich sammle Steine. Ah, okay. Das sind meine Freunde, lass mich! So, ich guck mal ganz kurz, wie lange es dauert, bis man eine Wand verbreitert. Hä? Ah, not enough room, alles klar. Was braucht man dafür? So. Ding, ding, ding. Ding, ding. 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 Ding, 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 ding. So. Ah, da kann ich ja mit dem Fenster aber nicht mehr so machen, ne? So, oder? Ach doch, klar. Totaler Blödsinn. So, das geht relativ fix, cool. Hast du schon ein Fenster aus Glas? Nee, um Gottes Willen, ich bitte dich. Okay. Ich hab grad nur das Haus um einen verbreitert, damit die Tür symmetrisch ist. Okay, es geht wieder los. Ja, komm, das muss ja sein. So. Die Hewn-Logs kann ich aber auch placen, ne? Einfach so hinplacen. Ja. Ja, das geht auch. Ich glaub, okay, ja. Alles klar. 4 Stück, dann guck ich mal ganz kurz. Ich nehme mal ganz kurz alle raus. Collect. Dann haben wir 20. Ich weiß noch nicht genau, wo ich die hinstellen soll. Man kriegt schon ziemlich viel Zeug mit der Zeit, ne? Ja, das stimmt. Oh. Aber gibt es sowas wie Kisten oder sowas? Ich glaube nicht. Oh. Ernsthaft nicht? Aber ich find's irgendwie cool. Ja, weil ganz ehrlich, du packst doch Baumstämme nicht in eine Kiste, oder? Ja, das stimmt schon, aber das ist schon, wow. Das ist ein bisschen herausfordernd halt. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Das heißt, du müsstest halt irgendwo, vielleicht kann man sich ja ein gemeinschaftliches Eck suchen, wo man das Holz lagert. Und die Steine gerne. Und so. Oder generell so ein Lagerhaus oder irgendwie sowas. Also muss kein Haus sein, sondern einfach Lagerplatz. Ja. Ich habe jetzt hier so einen riesigen Lagerplatz neben dem Haus. Aber auf Dauer geht das natürlich auch nicht. So. Stockpile gibt es ja zum Beispiel. Wie hoch machst du dein Haus? Also wie viele Dinger? Hast du das 3 hoch gemacht? Ja, ne? Ich hab's 3 hoch gemacht. Okay. Weil ich dachte, dann klebst du nicht gleich unter der Decke. Kannst dann oben natürlich noch ein bisschen so ein Happy Birthday ausgeschnittene Buchstaben aufhängen und so. Was ist denn Deed? Deed for Unnamed Area. Oh, kann man sich auch basteln. Braucht man aber Paper für. Fishery, Research Table. Oh Gott, Tobi! Ich hab schon 7 rohe Fische in meinem Inventar. Was? Hast du geangelt? Nee, du kannst im Meer Muscheln sammeln gehen und da ist Fisch drin. Oh, cool. Das ist ja nice. Ich wurzel den jetzt gleich und dann, vielleicht kann ich dir den ja irgendwie dann geben. Ich weiß, keine Ahnung, wie das geht. Ja, cool. Oh, ich muss niesen. Gesundheit. Ja, danke schön. Ah, Entschuldigung. Place. Was braucht der denn hier? Power. Keine Ahnung. Ich order mal einen 20 Stück. Scheiße. 20 pro. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Geil.
3. So. Oh, wollte ich gar nicht. So. 14. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hast du deine Punkte schon verteilt? Noch nicht alle, ehrlich gesagt. Okay, aber hast du auch schon gemacht, ne? Ja, ein paar habe ich schon verteilt. Okay. Ich muss aber noch ein paar weitere verteilen. Hallo, Nachbar! Hallo! Guten Tag, wie geht's Ihnen denn so? Geil! War schöne Hütte! Die fällt mir sehr gut! Halt's Maul! Mein Nachbar ist ein Spast. So. Mit dem riech nie wieder! Boah, voll geil. Ach du Scheiße, was man hier alles machen kann. WTF. Das wird uns noch ein bisschen beschäftigt halten, glaube ich. Vergiss die 10 Folgen. Ja. Das war unsere Idee übrigens. Ja, wir machen nochmal so 10 Folgen irgendwie ein bisschen und dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, wir werden ja noch ein bisschen beschäftigt sein. Aber finde ich irgendwie gut. Ich finde das Spiel extrem geil. Das könnte mal ein richtiges Spiel gerade werden. Das ist echt super nice gemacht. Ich feiere das ein bisschen. Ich würde es natürlich ein bisschen erschlagen mit Komplexität. Hä, wieso kann ich das nicht lernen? Ach, Tobi, das lernst du auch schon noch. Hm? Knips-Smiley. Ach, halt's Maul. Zack, 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 zack. Man braucht ein Advanced Campfire Cooking Skill Book. Ja, klar. Okay. Mach ich eben. Na, das hätte ich aber auch sagen können. So, wie sieht's aus? Sind die Bohnen endlich fertig nach 5 Tagen? Was sind das für Bohnen? Ganz ehrlich, Bohnen sind so schnell gemacht. Ich glaube, wir sind fertig. Jo, man glaubt es gar nicht. Dann kann ich das Lagerfeuer auch endlich mal... Ich hätte jetzt echt gerne einen Tisch oder sowas gemacht, aber irgendwie geht das leider nicht. Ein Fisch, kein Tisch. Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Hä? Ah, jetzt habe ich das Holz mitgenommen. Oh. Okay. So. So, take. Hä? Wieso kann ich das in Lagerfeuer nicht abbauen? Vielleicht ist es zu heiß. Power. Ist, glaube ich, auch nichts mehr drin. Bin mir nicht sicher. Hä? 3. Ja, das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich. Ah, okay, das geht nur mit dem Hammer. Ah, alles klar. If I had a hammer. Und hier habe ich was? Campfire Beans, a mushy mixture that can serve somewhat as a replacement protein in a meatless diet. Hat sich nicht einer beschwert, dass man hier nicht ohne Fleisch überleben kann? Das hat einer gemacht, ja. Bei Steam hat sich da einer beschwert gehabt. Also bis jetzt habe ich noch kein Fleisch gegessen. Ich auch nicht. Aber vielleicht kommt die Retourkutsche noch irgendwann die nächsten Tage, weil wir ausgelaugt sind oder so. Meinst du? Aber vielleicht kommt diese Retourkutsche ja schon in der nächsten Folge, Erik. Bist du sicher? Ich bin mir ja, nicht genau. Vielleicht kollabieren wir einfach, weil wir kein Fleisch gefressen haben. Ich weiß nicht, ob ich das brauche hier in diesem Leben, Tobi. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Und ich freue mich schon drauf. Geil. Hallo. Also ich will direkt weiterbauen. Ich will jetzt keine große Pause machen. Weh, du musst jetzt noch eine Steuererklärung machen. Hallo. Hi, Tobi. Hey, hier drüben. Ich bin der andere Schatten. Hey. Ach nee, das war scheiß Nachbar. Okay, dann geh ich wieder rein. Okay. Hä? So. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hallo.